Hallo Leute und herzlich willkommen zu What Would You Rather? Und ja, meine englische Aussprache ist sehr mies. Darauf müssen wir jetzt gar nicht eingehen, okay? Das verletzt nur meine Gefühle. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie gut das andere, was ich gemacht habe, Would You Press the Button, bei euch ankam. Ja, mir fiel kurz der Titel nicht ein. Und habe gedacht, okay, machen wir sowas ähnliches. Und alle YouTuber machen doch auch What Would You Rather? Und weil ich zu blöd war, die offizielle Website zu finden und ich diese total toll finde, weil die Bilder in hat. Bilder, das kann selbst ich mit meinem schlechten Englisch hier was aufwerten. Habe ich gedacht, ich nehme nur einfach diese, die ist auch unten verlinkt, falls ihr Interesse dran habt. Und ich fange jetzt mal an mit der ersten Frage. Would you rather save the life of a starving African child that you will never meet oder have an actual working lightsaber? Also würdest du lieber das Leben eines afrikanischen Kindes retten, das dann verhungern ist, ja, aber es wirst du niemals treffen, oder ein funktionierendes Lichtschwert haben? Erstens, Star Wars interessiert mich so ungefähr null. Zweitens, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem scheiß Lichtschwert, das in Deutschland unter das Waffengesetz fallen würde, das heißt, ich dürfte damit niemanden umbringen, und das Leben eines kleinen, süßen, verhungernden Kindes zu retten, würde ich das machen. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, das könnte man generell machen, dafür brauche ich gar nicht die blöde Frage. Es ist ja so, dass man, um so das Leben eines Kindes zu retten, irgendwie 10 Euro im Monat oder so reichen. Also, Leute, unten ist ein Link, falls ihr eine UNICEF-Partnerschaft übernehmen wollt. Unten ist ein Link für alle, die es interessiert. Und 59% stimmen mir dazu. Die nächste Frage. Would you rather take a... Wow, eine europäische Sightseeing. Was ist ein Sightseeing auf Deutsch? Ach, keine Ahnung. Sightseeing... Vacation oder in Lexington oder in die Karibik. Also entweder so Sightseeing, so London, obwohl London gehört ja nicht mehr zu Europa, oder in die Karibik. Also Leute, ganz ehrlich, Karibik. Also wer jetzt da nicht die Karibik genommen hat, ne, der hat für immer beim verkackt. Oh. Würdest du lieber deinen Nachnamen legal in Hitler ändern lassen oder nie wieder Schokolade essen? Ey, das ist so hart. Also ganz ehrlich, ich liebe Schokolade, aber ich glaube, ich würde nie wieder Schokolade essen, weil ich garantiert nicht Dina Hitler heißen möchte. Das hört sich erst ein Scheiß an. Und zweitens, nein, ich esse die Schokolade. Oh, 49%. Okay, es ist eine schwere Frage, aber 49% würden lieber Hitler mit Nachnamen heißen, als nie wieder Schokolade zu essen. Was ist falsch mit euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das gemacht hättet. Mein Gott. So. Oh Gott, würdest du lieber kein Internet haben oder kein Handy? Das ist die Frage, wenn ich das Handy habe, habe ich dann Internet auf dem Handy? Wahrscheinlich auch nicht. Was bringt mir ein Handy, wenn ich kein Internet habe? Ich kann keine WhatsApp schreiben, ich kann keine Apps downloaden. Nee, ich möchte bitte kein Handy haben. Und 76% stimmen mir dazu. Möchtest du lieber, dass niemand zu deiner Hochzeit erscheint oder zu deiner Beerdigung? Da ist eine Frage. Wenn ich heirate und niemand dazu erscheint, heißt das, mein Bräutigam kommt auch nicht? Das wäre so ziemlich traurig, dann stehe ich da so allein vom Altar. Irgendwie gar keiner da, nicht mehr der Bräutigam, nicht mehr der Pastor. Und ich stehe dann so, hallo, hallo, ist da wer? Und keiner ist da. Das mit der Hochzeit wäre scheiße. Andererseits, wenn mein Bräutigam kommen würde und der Pastor, nur keine Eltern oder so, könnte ich hier so eine Strandhochzeit machen. Nee, ich sag mal, zur Beerdigung kommt keiner. Oh, okay, die Leute wollen, dass sie zum Erbingham kommen, aber ich krieg das ja nicht mit. Ich krieg das ja eh nicht mehr mit, aber ich ja tot, ist ja egal. Würdest du lieber in die Vergangenheit gehen und irgendwie deine Verwandten da treffen, so 18. Jahrhundert, oder willst du in die Zukunft reisen und deine Grandchildren, deine Enkel da treffen? Das ist eine gute Frage, also... Ich kann ja wieder zurück, oder? Ich weiß es nicht. Mich würde beides interessieren. Ich stehe total auf Vergangenheit und so. Wenn ich jetzt sage, ich stehe total auf die Pest, kommt das total scheiße rüber. Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde aber in die Zukunft. Dann weiß ich, was uns erwartet. Aber was ist, wenn es so eine postapokalyptische Zukunft ist mit 10.000 Zombies und meine Zeitmaschine dann von Verrückten geklaut wird, die sagen, oh, wieder zurück. Egal, ich sage in die Zukunft. Und 74% sagen es ebenfalls. Geil. Würdest
Wirst du lieber in einer Welt leben, wo es keine Probleme gibt? Oder die ich regiere? Das ist halt die Frage. Ich denke mal, eine Welt, die ich regiere, hat keine Probleme. Nee, also ich denke mal, es wird total anstrengend, eine Welt zu regieren. Und ich krieg's dann nicht mal hin, meinen YouTube-Channel irgendwie zu regieren. Und daher würde ich sagen, es ist besser, dass ich keine Probleme hätte. Und das sind 66% genauso wie ich. Geil! Okay, würdest du lieber in Harry Potters Welt leben oder reich und, was ist denn Wield? Life of Fame and Wield. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Serie, oder? Fame und Wield, keine Ahnung. Irgendwie wäre Harry Potter schon ziemlich cool. Da könnte ich so zaubern. Da gibt es so coole Tiere. Ich könnte zaubern. Ich sag, ich will Harry Potters Welt leben. Und das sagen 36%. Ich weiß nicht, ob es eine Serie ist oder ob es einfach reicht, dass man ein Fame ist oder so. Aber egal. Möchtest du lieber die wahre Liebe finden oder 10 Millionen Dollar? Die Frage ist, wenn ich 10 Millionen Dollar finde, gehören die ja scheinbar jemandem und ich muss die wahrscheinlich zurückgeben. Und wenn ich die wahre Liebe finde, könnte der ein reicher Millionär sein. Ey, wer von euch sagt, dass meine wahre Liebe kein reicher Millionär da draußen ist? Wenn du ein reicher Millionär da draußen bist, melde dich bei mir. Okay, ich sage, ich will die wahre Liebe finden. So romantisch. Und 53% sagen das auch und 47% haben wahrscheinlich schon die wahre Liebe gefunden. Möchtest du lieber eine Berühmtheit, also einen Promi daten, den ich auswählen kann, oder den Typ, mit dem ich verknallt bin, oder die heißeste Person, die ich kenne? Die Frage ist natürlich, ob der Typ, in den ich verknallt bin, vielleicht sogar der Promi ist, oder die heißeste Person, die ich kenne, ist dieser Promi, dann wäre es irgendwie auch wieder beides. Es ist ja nur daten. Es ist ja nicht so, wir sind glücklich und heiraten für immer. Ich würde sagen, dann würde ich trotzdem den Typen nehmen, den ich verknallt bin. Irgendwie sinnvoller? Ja, okay, gut. Wenigstens sagen die das auch. Möchtest du lieber fliegen können oder Gedanken lesen? Da muss ich nicht überlegen. Ich möchte fliegen. Ich möchte fliegen. Möchtest du lieber einen Traumurlaub für 2 Wochen haben oder 5 Tage mit irgendjemandem auf der Welt verbringen, aber du musst in deinem Hometown, also hier bleiben? Ich überlege mal, ob es jemanden gibt, mit dem ich 5 Tage verbringen möchte. 5 Tage ist eine lange Zeit, mein Gott, das langweilt mich. Nee, ich glaube, ich nehme den Urlaub. Ja. Möchtest du lieber in Ozean surfen oder im Internet? Das ist so die Frage. Also erstens, ich kann nicht surfen. Das sage ich ganz klar. Zweitens, ich hab richtig, richtig Angst vor Haien. Ich habe Angst vor Haien. Und das Problem ist, wenn man auf dem Surfbrett ist, ist natürlich die Chance, bei einem Hai angegriffen zu werden, viel höher. Was ich gemacht habe, als ich in Dubai war, da war ich Bodyboarden. Das hat mega Spaß gemacht. Das war. Ich glaube, ich habe einmal ein kleines Kind überfahren, aber sonst war es lustig. Beziehungsweise das Kind hat mich überfahren, weil das war auch am Bodyboard und dann sind wir so gegeneinander. Es ist egal, dem Kind ging es gut, mir ging es gut. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst ging es mir gut. Auf jeden Fall, ich liebe den Ozean und ich liebe bei diesem Wetter gerade das Meer. Und ich würde sagen, ich versuche es dann einfach mal, also nicht zu so surfen, aber ich nehme Bodyboarden wieder. Und nein, ich möchte mich nicht einloggen. Aber wirklich 52% der faulen Leute möchten lieber im Ozean, im Internet surfen. Okay. Möchtest du lieber wissen, wann du stirbst? Oder wieso? Ich würde sagen, wieso. Denn wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel beim Fallschirmspringen sterbe, dann werde ich niemals Fallschirmspringen. Aber wenn ich weiß, wann ich sterbe, dann kann ich mein ganzes Leben lang Fallschirmspringen, wie ich möchte. Stell dir mal vor, ich sterbe beim Autounfall und weiß das. Ich würde ja nie wieder Auto fahren. Das würde mich total im Leben einschränken, weil ich ja nicht weiß, wann ich sterbe. Aber wenn ich weiß, wann ich sterbe, kann ich vorher Bungee-Jumping machen. Ich sterbe ja nicht. Ich kann Fallschirm springen. Ich sterbe ja nicht. Beziehungsweise, es könnte natürlich auch sein, dass, wenn ich nicht sterbe, ich erstmal in Ohnmacht falle beim Fallschirmspringen und deswegen daraufgehend sterbe. So also 1 Monat später. Ich würde trotzdem sagen, ich nehme Date of Your Death. Und. Ja, 50-50. Ja, gut, hätte ich auch vielleicht erwarten können. Möchtest du lieber famous sein oder der beste Freund auf jemanden, der berühmt ist? Nee, ich bin famous. Komm. Okay. Was möchtest du mehr haben? Mehr Geld oder mehr Zeit oder mehr Geld? Mehr Geld. Geld. Wenn ich Geld habe, kann ich mir Zeit kaufen. Möchtest du lieber
Fame und was heißt nochmal Fortune? Zukunft? Nee, was war, ich weiß nicht mehr genau. Also du bist Fame und so halt, oder du möchtest mit deiner wahren Liebe sein und nichts weiter. Bitch, please, I'm Fame. Okay. Would you rather zweimal so lange leben oder die Lotterie gewinnen? Die Lotterie, mein Gott, was brauche ich ein langes Leben? Möchtest du die cleverste Person sein oder die heißeste Person? Ich möchte gar nichts davon sein und vor allem möchte ich kein Kerl sein. Also, weil ich schon unglaublich intelligent bin und unglaublich hübsch bin, würde ich sagen, ich bin trotzdem die Hütteste. Seht ihr, wie clever ich bin? Ich bin die Hütteste. Okay. Möchtest du die reichste Person auf diesem Planeten sein oder immortal? Was ist denn bitte immortal? Komm, jetzt Google. Ich habe hier mein Handy und mein Handy googelt für mich. Komm schon, Handy. Vielleicht sollte ich das einmal bereithalten, dann müsste ich nicht so langsam googeln. Ja, ich weiß, ich könnte auch meinen PC googeln, aber ich könnte überhaupt rausschmeißen. Rausschneiden, weil ich. Es ist echt warm. Weiß eigentlich jemand, wie warm es ist? Unsterblich! Ja, hätte mir auch in den Sinn kommen können. Nein, ich möchte reich sein. Ich glaube, sowas hatte ich schon mal beantwortet eben. Oh, das ist eine ganz gemeine Frage. Möchtest du lieber halb so groß sein, wie du jetzt bist? Oder doppelt so viel wiegen? Alter. Okay, ich bin jetzt 1,72. Also 172 Zentimeter. Sagen wir 170, dann kann ich besser rechnen. Dann wäre die Hälfte. Na okay, es wären 86 Zentimeter. Scheiße. Doppelt so viel wiegen? Nee. Ist ja auch scheiße. Ich will gar nichts. Ja, komm, ich bin ein kleiner Gnom. Komm schon. Obwohl, beim Gewicht könnte man immerhin auch was ändern. Obwohl. Oh Gott. Hier, beste Antwort. Doppeltes Gewicht in Muskeln. Ah, gut. Möchtest du lieber. Oh Gott. Ohne Gedächtnis aufwachen nach einer. Was? Neben Burger King oder. Oh mein Gott, darf ich jetzt gerade zwischen One-Night-Stand mit Burger King-Dingens oder mit One-Night-McDonald wählen? Ich habe Angst vor Clowns, aber ich mag auch keine Bärte. Ich habe Angst vor Clowns. You're loving it. Oh mein Gott, wie psycho das klingt. Barty McBartbart? Ja, bestes Kommentar. Nope, 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 nope. Sehe ich genauso, Bro. Okay. Möchtest du lieber Piercing oder Tattoos? Kommt drauf an, was für ein Piercing. Ich habe zum Beispiel Ohrringe. Ohrringe sind ja quasi auch Piercings, aber ich sag mal, müssen es die Metzger sein? So ein kleines Tattoo, aber es tut auch weh. Ich sag Piercings. Komm, ich mache mir jetzt so ein geiles Intim-Piercing. Okay. Willst du lieber sein Anwalt oder Doktor? Ich will Anwalt sein. Das wollen nicht viele. Möchtest du lieber einen Rückspulbutton in deinem Leben haben oder einen Pausebutton? Wenn ich rückspulen kann, kann ich dann auch was ändern. Das wäre nämlich richtig cool. Ich sag mal, ich habe Rückspulbutton. Wollen die meisten. Was ist besser, Harry Potter oder Twilight? Alles ist besser als Twilight. Möchtest du lieber 1 Million Dollar oder. Ja, komm, retten wir die Kinder. Möchtest du lieber ein normales, menschliches Baby oder 100 süße Welpen? Mann, ich möchte voll gern Baby, aber ich möchte auch Welpen. Tut mir leid, Baby. Die Welpen. Die Welpen. Möchtest du lieber geistig niemals altern oder physikalisch niemals altern? Ich würde sagen, geistig, dann kriege ich niemals sowas wie. Alzheimer? Hab ich mal. Oh, würdest du lieber dabei erwischt werden, wie du deinen Partner betrügst? Oder jemanden erwischen, wie er dich betrügt? Ach komm, ich werde doch eh immer erwischt. Dann auf jeden Fall, das war das Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Schaut bei der Seite vorbei. Spendet an arme Kinder in Afrika. Und bis dann. Ciao.